So, dann macht heute mein neues Commentary. Ich werde hier ziemlich viel durcheinander reden. Also das sage ich jetzt schon mal, weil dieses Thema, über das ich reden will, das ist mir sehr wichtig auch. Und ja, genau deswegen werde ich auch darüber jetzt quatschen. Und ich fange jetzt mal an. Ja, also einfach mal anfangen mit dem Thema und so. Ja, das war eigentlich die beste Einleitung, die es ever auf YouTube gibt, aber die Einleitung wollte ich gar nicht eingehen. Also erstmal wollte ich darüber eingehen, was ist besser, Freundschaft oder Geld? Also wenn eine Freundschaft nur auf Geld basiert, sagen wir, wenn der eine mehr Geld hat als der andere, dann, ich weiß nicht, was ist wohl wichtiger in eurem Leben, Geld oder einen sehr guten Freund oder einen halt euren besten Freund? Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Geld, also zwischen viel Geld, wir reden jetzt von einer unlogischen Summe von, sagen wir, 1 Million Euro. Würdet ihr euch für euren besten Freund oder für die 1 Million Euro entscheiden? Also ich würde mir für meinen besten Freund entscheiden, weil nachher, wenn ihr das Geld habt, habt ihr zwar Freunde, aber die werden, also ihr habt in Anführungszeichen Freunde, aber die werden nie eure richtigen Freunde sein. Das werden vielleicht, keine Ahnung, die werden euch nur ausnutzen, das ist sogar jetzt schon, wenn ihr ein bisschen was mehr Geld habt, es werden viele kommen, die euch ausnutzen wollen und sowas, auch wenn ihr arbeitet, zum Beispiel ihr arbeitet und dann halt einer hat weniger Geld und dann, und dann will er euch natürlich ausnutzen, er will ja auch ein bisschen was davon haben. Also ich sage es nicht, dass es bei mir so ist, aber es kann sein, dass es bei einigen von euch so sein kann oder so. Also wenn sowas passiert, wenn ihr auch merkt, dass ihr ausgenutzt werdet, solltet ihr einfach die Freundschaft beenden und einfach nie wieder was mit dem machen. Ihr solltet ihn direkt auf jeder Plattform blocken, egal ob es bei Facebook ist oder wo es ist, ihr müsst ihn einfach blocken, okay? Also sobald ihr ausgenutzt wird, weil das ist nämlich dieses Gefühl, wenn man ausgenutzt wird, das ist ein richtig dummes Gefühl, da fühlt man sich auch richtig scheiße und da will man auch gar nichts mehr machen und man verliert dann auch den Lebenswillen verliert man nicht, so schlimm ist es nicht, man verliert einfach die Lust und Freude mit jemand anderes zu reden und sowas. Also das ist jetzt meine Meinung, ich sag einfach nur meine Meinung, es basiert alles nur auf meiner Meinung, es kann jeder von euch eine andere Meinung vertreten, das ist mir aber relativ egal. Meine Meinung ist einfach die, dass man mehr auf Freunde achten sollte, anstatt auf Geld. Ich meine, das Geld ist nicht alles, Geld verschwindet schnell und wenn du dir ein Auto kaufst oder auch 2-3 Autos, wenn du zum Beispiel jetzt 1 Million hast, sagen wir jetzt einfach 1 Million, wir gehen nicht höher, wir gehen auch nicht niedriger, wir bleiben auf 1 Million. Sagen wir, du kaufst ein Auto und dann, halt ein neues Auto und das zerstört dir jemand und du dachtest halt, das wäre der Kumpel von dir und so und das war er nicht, denn, und weil er einfach was von dir auch abhaben will, der ist dann sauer auf dich, weil du, okay, außer wenn er ein Psychopath ist, dann solltet ihr am besten die Polizei anrufen und ihn einbuchten lassen. Okay, einbuchten lassen, ein bisschen zu viel, dann solltet ihr ihn in eine Klapse stecken vielleicht. Okay, nicht ihr, aber die Bullen sollten ihn in die Klapse stecken und so, wenn da, falls das wirklich so weit kommt, dass er euch angreift. Also es ist nur metaphorisch gemeint, ne? Also es ist alles rein theoretischer Basis. Ja, genau. Und falls ihr irgendwo in dieser Situation steckt, damit das auch bei euch so ist, da solltet ihr echt aufpassen, was ihr denn macht, weil so eine Menschen, die können sehr schnell sauer werden oder die können euch auch sehr schnell in den Rücken fallen. Zum Beispiel, ich kann mal ein bisschen was von mir erzählen, das war mein bester Kumpel, der hat mich nachher mit meiner Freundin, also es war meiner dermaligen Freundin, der hat mich damit betrogen. Ich dachte, er wäre ein guter Kumpel von mir und so, aber er wollte eigentlich nur mein Geld. Also er hat mich eigentlich die ganze Zeit nur ausgenutzt und hat mich dann nachher mit meiner Freundin betrogen. Das war ein bisschen behindert. Ich habe ihm dann die Nase gebrochen und einen Zahn ausgeschlagen. Ich habe ihm den rechten Backenzahn ausgeschlagen oder so, keine Ahnung. Oder es war der rechte Eckzahn, habe ich ihn ausgeschlagen und dann, also auf jeden Fall, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, naja. Also auf jeden Fall, wenn ihr so welche Freunde habt, wo ihr auch merkt, dass die euch nur ausnutzen und sowas, dann solltet ihr am besten den Kontakt zu denen verbieten und so. Also überhaupt gar nichts mehr mit denen machen. Auch wenn das euer bester, also wenn das euer vermeintlich bester Freund war, dann solltet einfach nichts mit dem machen. Das ist einfach besser, wenn ihr nichts mit dem macht, als wenn ihr, wie soll ich sagen,
wenn ihr ins offene Messer läuft, ich meine, wenn man jemanden in die Pfanne haut, dann ist das schon behindert. Also wenn man von seinem besten Freund in die Pfanne gehauen wird, dann ist das schon behindert, ja. Das kenne ich aber auch. Ja, okay, die erzähle ich jetzt nicht. Das ist ein anderes Thema, aber auf jeden Fall sowas geht mir auf den Sack, wenn man ausgenutzt wird, vor allem, weil ich das auch selber kenne und deswegen. Und falls solltet ihr in der Lage sein und jemanden ausnutzt, also wenn ihr einen Kumpel habt, den ihr ausnutzt, nur weil er Geld hat, dann solltet ihr es ihm sagen und am besten auch einfach den Kontakt zu ihm abbrechen. Einfach immer Kontakt abbrechen ist am besten, was es geht. Das Beste, was ihr machen könnt. Auch wenn ihr mit einer Frau Schluss macht, einfach Kontakt abbrechen. Einfach schreiben, fick dich. Oder einfach schreiben, ja, ich mach Schluss und Kontakt abbrechen. Na, okay, das ist nicht die beste Art, Schluss zu machen. Aber es ist die einfachste Art, Schluss zu machen. Es ist einfach die einfachste Art. Weil ich meine, du kannst ihnen einfach sagen, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Oder du bist irgendwie doof oder so. Und dann halt, ja, genau. Ich glaube, ich habe auch irgendwie nur 7 Minuten Zeit oder so. Ich habe nicht mehr lange Zeit. Also das Thema, ich würde gerne noch über Politik sprechen, wie dumm die Politiker sind, dass sie nur an sich denken und dann erst das Geld, was sie bekommen, anstatt an das Volk. Das Volk braucht ja mehr die Politiker als die Politiker sich selber. Versteht ihr, was ich meine? Das Gameplay ist ein HAMR-Nuklear vom Funimus erspielt und ja, genau. Vom V-Clan, also von, wir wollten so einen komischen Community-Clan aufmachen, aber das können die beiden euch erklären, der Payani. Ach so, ja, das habe ich noch ganz vergessen anzusprechen. Wir begrüßen noch den Kimo bei uns, der Gamertag ist V-Payani, der ist auch dabei, der war auch beim Zombie-Samstag dabei, aber nicht in der ersten Folge, der kommt erst in der zweiten Folge. Wir hatten nämlich eine Stunde lang aufgenommen und da sind 3 Folgen draus erstanden, die jeweils 20 Minuten gingen. Und ja, genau. Und dann der ist also auch dabei. Und so, ich glaube, das Gameplay ist auch schon zu Ende. Das ist auf jeden Fall HAMR-Nuklear. Der Endscore weiß ich jetzt nicht. Der ist auf jeden Fall nicht ganz so gut. Deswegen sollte ich auch das Ende wegschneiden. Die Nuklear war eigentlich nur am wichtigsten. So, das war's eigentlich, was ich jetzt sagen wollte. Und ich hoffe natürlich, ihr habt dieses Video, euch hat dieses Video gefallen. Ich sollte mal ein paar längere Videos machen, aber meine Gameplays sind einfach zu kurz, naja. Ich habe noch ein 14-Minuten-Gameplay, das zeige ich euch bestimmt irgendwann. Ja, genau. Wenn ich mal ein Thema habe, über das ich besser reden kann und das, über das ich mich auch ein bisschen mehr informieren werde oder informiert habe. Achso, Puzzle News kommt jetzt jede zweite Woche. Also jede zweite Sonntag kommt Puzzle News und ja. Das war es eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und denkt darüber nach, was ich gesagt habe. Ciao.